Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen. Ich bin nicht zum Kehren gekommen, sondern um Ihnen zu erzählen, dass mein Mathelehrer früher mal gesagt hat, wenn du einmal Pfarrer wirst, fresse ich einen Besen. Also das hat er doch für äußerst unwahrscheinlich gehalten. Er hat den Besen allerdings nicht gefressen. Wir sagen das oft, wenn wir etwas nicht glauben können, wenn etwas unwahrscheinlich scheint. Ich fresse heute einen Besen, wenn Ihnen dieser Gott, den wir in diesem Gottesdienst feiern, nicht Gutes tut. Doch es ist sehr wahrscheinlich, dass er Gutes tut. So wie das auch Musa Tan in seinem Leben erlebt hat, der heute unser Gast ist. Wir waren schon einmal in seinem Döner-Restaurant. Er ist aramäischer Christ und er wird heute nicht nur Rede und Antwort stehen, sondern er wird auch aramäische Lobpreismusik machen. Musik in der Sprache Jesu. Freuen Sie sich darauf. Und wie gesagt, ich fresse einen Besen, wenn Ihnen dieser Gottesdienst nicht gut tut. Lass uns diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir singen miteinander zur Ehre Gottes. Ich lade Sie ein, dass wir gemeinsam Gott loben mit Worten aus Psalm 81. In einer Sprache, die ich nicht kenne, höre ich Worte vom Gott Israels. Ich nahm Israel die Last von den Schultern und den Tragkorb aus seinen Händen. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus dem Land Ägypten geführt. Und nun öffne deinen Mund, ich gebe dir zu essen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Heiliger Gott, wir wollen nichts für unmöglich halten und wir wollen glauben, dass dir Unmögliches möglich ist. Wir feiern diesen Gottesdienst mit diesem Denken, mit diesen Erwartungen. Gott, dass du kommst und uns überraschen willst. Begegne uns, richte uns auf, richte uns hin, sodass wir mit erhobenem Haupt in die nächsten Stunden und Tage gehen können. Wir erwarten Großes von dir, heiliger Gott, allmächtiger Gott, in Jesu Namen. Amen. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, sei getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der Heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen. Und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Sie kennen unseren Gast schon von einem anderen Gottesdienst. Ich war bei ihm zum Döneressen mit dem Fernsehteam und da haben wir schon viel über ihn erfahren. Neulich war ich wieder Döner holen bei ihm und dann hat er mir doch tatsächlich aus seinem Keller CDs mitgebracht und die geschenkt. Musatan macht nämlich nicht nur die besten Döner der Region, sondern er macht auch Musik. Und er macht aramäische Lobpreismusik. Und ich freue mich riesig, das ist Premiere heute. Wir werden ihn musikalisch erleben. Und ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil das ist so ganz nah an Jesus dran, ja, über den wir immer nur mit deutscher Lobpreismusik singen. Und jetzt sind wir mal so ganz dicht dran. Musa, ich freue mich riesig, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen. Danke, ich freue mich auch sehr. Und erstmal, ich bedanke mich für die TV, also Bibel-TV. Das ist sehr wichtig, dass es auch ein Bibel-TV gibt und dass ich hier sein darf. Und danke euch und die, wo hinter Kamera stehen, für die ganze Kompanie, danke ich von Herzen.
Schön, das ist wunderbar und das ist angekommen beim Team, ja? Alle, die da sind. Musa, du bist aramäischer Christ und lebst seit wie vielen Jahren in Deutschland? 40 Jahren. Seit 40 Jahren? Ja. Wie kommt man von da nach da? Ja. Wie kommt man aus so einem ganz anderen Land plötzlich nach Deutschland? Ja. Wir haben in Idil, das ist Ost der Türkei, das ist fast bei syrischer Grenze, Syrien. Mhm. Und ja, weil wir Christen sind und orthodox und so, wir wollten einfach nach Deutschland, in christliches Land. Es ist für uns einfach besser hier. Wir fühlen uns auch hier viel besser, mhm, in christliches Land. Mhm. Und mit 15 Jahren bin ich nach Deutschland. Mhm. Und habe ich meine Frau hier in Pfullendorf kennengelernt. Mhm. Ja, und die ist auch aus Idil, aus meinem Staat, wo ich geboren bin. Mhm. Die kannte ich aber damals nicht. Mhm. Also dann habe ich sie in Pfullendorf kennengelernt. Mhm. Wir haben geheiratet. Es war 1987. Und Gott hat uns 3 Jungs und ein Mädchen gegeben. Mhm. Der älteste heißt Darius, mhm, der zweite heißt Abel und der dritte ist Tamara, mhm, und der letzte ist Josua. Sind alles so biblische. Ja, wollte ich gerade sagen, das kennen wir aus dem Alten Testament. Genau. Alles. Das ist euch sehr wichtig, die Bibel im, ja, Leben auch. Da gibt es so schöne Namen in der Bibel oder, mhm, wieso soll man halt andere Namen nehmen, wenn in der Bibel so schöne Namen gibt? Ja? Mhm. Wenn du sagst, deine Verwandtschaft ist sehr gläubig, ihr selber seid auch Christen. Was glauben denn Aramäer? Glauben die mehr an Jesus oder glauben die mehr an Gott Vater oder gibt also, es auch andere Persönlichkeiten? Also orthodoxische Glaube ist der älteste Glaube. Damals waren auch keine Katholiken oder sonst was. Okay. Das war immer nach dem Apostel, ja. Das war in der Türkei schon die Apostel, auch das Gottes Wort verkündet und dann kam dann der Patriarch und so weiter und dann sind die immer so eins nach dem anderen so gesegnet. Bei uns heißt Patriarch der, mhm, Größte zum Beispiel im Glauben. Ne? Jesus ist der Gleiche, er ist der Weg, sonst gibt es keinen anderen Weg außer Jesus. Ob jetzt katholisch ist oder orthodox oder evangelisch oder freien Christ, für mich ist das alles okay. Also also, da kriege ich Gänsehaut und mir wird ganz warm. Einer, ja, der aramäisch denkt, einer, der aramäisch lebt und singt und betet auch. Das ist ja die Sprache, in der Jesus auch gesprochen hat. Genau, Jesus hat aramäisch geredet und deswegen, wir sind auch ganz alte Volk. Noah, mhm, hat Kinder gehabt, mhm, 3 Kinder, Sam, Ham und Japhet. Mhm. Und wir stammen dann von Sam. Mhm. Sam hat auch Assur, mhm, ein Kind, wo Assur geheißen hat, mhm, und Aram. Mhm. Aber wir sind Aramäer, also von Sam, mhm, ja, diese Richtung. Mhm. Ja. Jetzt wollen wir unbedingt mal hören, wie sich Aramäisch anhört. Du hast mir ein Gebetsbuch mitgebracht. Ja. Sieht natürlich ganz anders aus als ein deutsches Gebetsbuch und man liest es auch von rechts nach links. Rechts nach links, ja. Ja. Also darf ich dich mal bitten, da was draus zu lesen oder, ja, zu, klar, beten? Das in aramäischer Sprache. Zum Beispiel. נתקדש שמוך, תיתה מלכותוך, נהוה סביונוך, עקנות בשמיו, אוף ברעו הבלן, לחמו צנקונן, יומונו ושבוק לן, חובן וחתוהן, עקנו דוף חנן, שבקן חיובן, לא תעלן נסיונו, אלו פסולן, ממבישו מטול, דילוכי מלכותו, Heilo tishbuhto l'olam olmin. Amen. Amen, das habe ich verstanden. Amen, Amen habe ich verstanden. Das ist Vater unser im Himmel zum Beispiel. Das ist Vater, ja, unser. Genau. Ich glaube, das hören wir nachher von dir, ja, auch noch. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. In Sachen Musik, du hast uns ein ganz interessantes Instrument mitgebracht. Ja. Keine Gitarre, keine, nee, Geige. Es heißt Oud. Oud, ja. Und ist ein typisch traditionelles Instrument von, also, euch? Benutzen viele Leute. Also ich glaube, ich denke mal, ich bin nicht sicher, dass die Araber halt rausgebracht haben. Mhm. Die Türken spielen auch damit. Also alle von orientalischen, die spielen mit dieser Oud. Ja, wir spielen auch.
auch mit Bitte, bitte, ja. Musa, greif einmal in die Saiten. Ja. Spiel uns etwas kurz, ein paar Griffe oder ein paar Töne. Also, okay. Mhm. Das ist nur eine Strophe, es gibt noch mehr Strophen. Es gibt noch mehr Strophen. Das haben wir bloß ganz kurz spontan. Ja. Wir hören nachher mehr davon, Musa. Und das hat er sich selber beigebracht, Oud zu spielen. Das habe ich selber beigebracht. Denn alles, musikalisch habe ich selber alles beigebracht. Und dann kommen solche CDs dabei raus. Übrigens haben wir eine CD mit Lobpreismusik von Musa und die schenken wir Ihnen heute. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie an dieser Musik Interesse haben. Musa, sag uns noch was zu der Musik. Die hört sich nämlich etwas anders an als die Musik bei uns in Deutschland. Wir haben, glaube ich, nur 12 Töne zur Verfügung. Ihr habt viel mehr Töne. Genau, wir haben auch Viertelton. Ihr habt keine Viertelton. Ihr habt Vierteltöne? Ja, ihr habt Halbton, ganze Ton, Halbton, aber ihr habt keine Viertelton. Wir haben auch Vierteltone, Töne, ja. Meine Zeit. Ja. Aber du selber schreibst Lieder, du komponierst und du textest auch? Ja, mache ich auch für die Hochzeiten und so. Warum Lobpreismusik? Und Lobpreis, man könnte doch mit anderer normaler Musik viel mehr Geld verdienen. Einfach die Seele braucht auch was von Gott. Also so wie der Körper diese Nahrung braucht, die Seele braucht auch Gottes Wort. Und ja, ich schicke auch für meine Freunde, meine Bekannte so Loblieder, so. Es ist einfach gut, das tut gut für die Seele. Ja. Meine Zeit, ich freue mich riesig, gleich von dir Musik zu hören, lieber Musa. Ich danke dir ganz herzlich, dass du bei uns bist und bei uns bleibst, musikalisch und auch immer wieder bei Stunde des Höchsten reinschaust mit deiner Familie. Ich wünsche dir alles Gute, Gott befohlen. Wie sagt man auf Aramäisch, Gottes Segen? Allah ibarakek, das ist ja Arabisch jetzt. Allah ibarakek, Allah heißt Gott. Gott, ja. Also Beispiel, ja. Mhm. Also, Messiah, Messiah ist Jesus. Mhm. Oder wir sagen Messiah ibarakek. Also, Gott segne dich oder Jesus. Jesus, ja, genau. Ah, okay. Und Shalom gibt es auch? Shalom. Oder Shalom? Ja, Salam al-Messiah. Salam. Salam al-Messiah, also von Jesus. Shalom ist ja. Hebräisch? Ja, genau. Salam al-Messiah. Messiah ist Jesus Christus, ja. Mhm. Ich habe viel gelernt heute. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke. Salam al-Messiah. Salam al-Messiah. Schreiben Sie uns, wenn Sie Interesse haben und Fragen zu Musa, auch zu seinem aramäischen Glauben. Und wie gesagt, wenn Sie Interesse haben an dieser aramäischen Lobpreismusik, mal was ganz anderes, vielleicht auch was für Ihre Gemeinde, schreiben Sie uns. Wir schicken Ihnen gerne eine CD zu. Need the
Ich glaube, dieses Gefühl kennt jeder von uns, oder? Die rote Laterne. Und ausgerechnet bei mir. Ich bin das Schlusslicht. Das kennen wir, das ist umgangssprachlich und bedeutet auf dem letzten Platz landen. Der Letzte sein. Bis vor kurzem war es vielleicht noch anders. Da war man ein strahlender Stern. Da hatte man was zu bieten. Da ist einem was gelungen. Bis vor kurzem war man noch ganz vorne dabei, hatte was vorzuweisen, war hellwach. Doch dann kamen die ersten negativen Erfahrungen, Gedanken, Gefühle, Enttäuschung, Niederlagen. Und je länger, je mehr lief man im Lebenszug von ganz vorne nach ganz hinten bis zur roten Laterne, dem Schlusslicht. Es ist kein gutes Gefühl. Zu den Sorgen und Problemen kommt noch das Gefühl, hinten dran zu sein, keine Rolle mehr zu spielen, weniger wert zu sein, vielleicht sogar die Angst, abgehängt zu werden. Oftmals werden gerade die letzten Waggons abgekoppelt. Sie war im Sport ganz vorne dabei, bis zu ihrem Verkehrsunfall. Unverschuldet. Er hatte ein Bier zu viel, jetzt sitzt sie im Rollstuhl. Geschäftlich lief es bei dem 42-jährigen Start-up-Unternehmer genial, bis Corona kam. Es zerschlug alles, Insolvenz. Familiär war alles in Ordnung bei ihnen, bis rauskam, dass er ein Doppelleben führte. Die Affäre wurde bekannt, jetzt tobt der Rosenkrieg, rote Laterne. Gesundheitlich war alles im grünen Bereich, mal ein kleines Zwicken und Zwacken, wie bei jedem, aber musste es sein, dass er mit nur 73 Jahren jetzt doch noch diese verheerende Krebsdiagnose bekommt und der Tumor anscheinend viel zu spät entdeckt wurde. Wieder das Gefühl, absolute rote Laterne, Schlusslicht. Und tragisch ist ja auch, das rote Licht gibt es im Verkehrswesen am Ende einer Kolonne. Das heißt, die Vorderen, die anderen, die können mich abhängen. Dann bin ich mit allem alleine, wenn die weg sind. Mein Freund Peter Deuss hat mir ein Licht aufgehen lassen, eine Laterne aufgehen lassen. Das sagt man umgangssprachlich, wenn man etwas neu versteht, wenn man Zusammenhänge neu entdeckt. Das hat er deshalb gemacht, weil ich mir von ihm eine Laterne gewünscht habe. Und zwar keine rote Laterne, aber er hat mir eine ganz andere Laterne gebastelt, nämlich diese Laterne hier. Dieses Wunderwerk von Laterne. Stellen Sie sich vor, wir wären das Schlusslicht. Wir würden tatsächlich die Schlusslaterne, die rote Laterne in den Händen halten. Und dann entpuppt sich dieses Schlusslicht als so eine wunderschöne Laterne, als so ein Wunderwerk, etwas Einmaliges, was jedem auffällt, wo uns jeder beneidet, was jeder auch haben möchte, was jeder gerne hätte. So ein vorzeigbares Kunstwerk. Und ich selber könnte dafür auch dankbar sein. Obwohl es die sogenannte rote Laterne ist, das sogenannte Schlusslicht. Übrigens, was nützt so eine Laterne in der dunkelsten Nacht, egal wie sie aussieht, wenn da nicht Licht reinkommt? Und jetzt spricht Jesus eben, ich bin das Licht der Welt. Und er entzündet in uns und für uns ein helles Licht. Und dieses Licht darf in unser Schlusslicht, in unsere rote Laterne, in dieses Meisterwerk, darf hinein und dann darf's brennen. Ich würde es Ihnen so gern zeigen, wie das aussieht, wenn das hell leuchtet. Vielleicht, liebes Team, könnten wir mal die ganzen Scheinwerfer kurz ausmachen, die Lichter weg und dann schauen Sie mal, wie schön das leuchtet, das Licht Jesu in meiner roten Laterne, in meinem Schlusslicht.
Das lädt mich ein zu neuem Denken. Ich glaube, auch wenn es wunderschön ist so, wir könnten das Licht wieder anmachen. Dann sehen wir wieder was. Denn da müsste uns ja auch ein Licht aufgehen. Wenn das Licht Jesu hier in unsere Laterne kommt, dann heißt es zum einen, es bleibt nicht dunkel in meinem Leben, es bleibt nicht finster, auch wenn ich der Letzte bin, auch wenn ich auf dem letzten Platz gelandet bin, sondern da leuchtet etwas in wunderschönen Farben und Facetten. Deshalb zünden wir Kerzen an im Gottesdienst, nicht als Ritual, sondern damit wir das Leben schlucken, damit wir es ergreifen, dass das Licht in uns eindringt. Ich kenne eine Frau, die Angst vor der dunklen Nacht hat. Die einzige Methode ist, die sie sich angewöhnt hat, dass sie doch schlafen kann. Sie zündet eine große Kerze jeden Abend an, wenn die Dunkelheit hereinbricht. Und dann kann sie bei diesem Licht schlafen, beim Kerzenlicht. Das beruhigt sie, das tröstet sie und das gibt ihr irgendwie innere Zuversicht und Halt. So ist das mit dem Licht Jesu in meiner Schlusslaterne. Ich brauche keine Angst haben. Es heißt, ich werde nicht im Finstern herumtappen und nicht herumirren, sondern wir werden das Licht des Lebens haben. Und dann heißt das noch, was Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis herumirren. Es heißt, wir folgen dem Licht nach. Und auch wenn wir am Ende einer Kolonne sind, wir folgen nicht den anderen nach, die vor uns sind, sondern wir folgen dem Licht nach. Unser Blick ist auf das Licht gerichtet, das uns Jesus gibt. Und dem folgen wir zuversichtlich nach, unabhängig von dem, was um uns herum los ist und abläuft. Unabhängig von denen, die uns verfolgen, die uns im Nacken hängen. Oder unabhängig von denen, die uns voraus sind. Wir schauen und konzentrieren uns auf das Licht, auf Jesus. Und vielleicht führt das sogar zu einer Richtungsänderung. Ich habe Licht und ich kann in eine neue Richtung denken und gehen. Ich kann neu beginnen, in eine andere Richtung weitergehen. Brauche keine Angst haben, denn Jesus, das Licht des Lebens, geht mir voraus. Und sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ich brauche keine Angst haben vor dem Neuen. Ich darf mein Leben neu erfinden, wenn dieses Licht des Lebens in meine Schlusslaterne hineinkommt. Und wissen Sie, das rutscht mir ins Herz, das tröstet mich innen drin und vom Herz, da rutscht es in die Füße, auch wenn ich gelähmt bin. Auch wenn ich nicht mehr laufen kann, ich kann trotzdem ein Licht sein für andere, auch im Rollstuhl. Und auch wenn es wirtschaftlich verheerend aussieht, ich bin trotzdem für andere ein Segen, weil Christus sein Licht in mich hineinlegt und ich eine Leuchte sein kann für viele. Interessant ist, nach jüdischem Verständnis leuchtet das göttliche Licht auf durch die Werke, durch das Tun, durch das Verhalten. Und dann fließt das Licht erst in die Worte. Wir glauben und wissen, das Licht Jesu kann unser Tun und Handeln, unser Selbstbewusstsein ganz neu durchleuchten. Das ist nicht alles oberflächliches Gerede, sondern das ist wirklich existenzverändernd und wir können das Leben neu erfinden. Martin Buber erzählt von einem Rabbi folgende Geschichte. Der Rabbi erzählte, mein Großvater war lahm. Einmal bat man ihn, eine Geschichte von seinem Lehrer zu erzählen. Da erzählte er, wie sein geliebter Lehrer beim Beten zu hüpfen und zu tanzen pflegte. Mein Großvater stand auf und erzählte, und die Erzählung riss ihn so hin, dass er hüpfend und tanzend zeigen musste, wie der große Rabbi es getan hatte. Obwohl mein Großvater gelähmt war, von der Stund an war er geheilt, so erzählt man sich. Wissen Sie was? Lassen Sie uns genauso tun. Mit dieser Schlusslaterne. Lassen Sie uns mit dieser Schlusslaterne fröhlich durchs Leben hüpfen. Diese Laterne von meinem Freund Peter ermutigt mich,
mein Licht neu zu sehen, meine Situation neu zu beurteilen, mit dem, was ich bin und habe, mit dem Hier und Jetzt, mit Gottes Hilfe, zum Licht, zum Segen für viele zu werden und selbstbewusst und mutig einzustimmen in die Laternenhymne. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, brenne auf mein Licht, brenne auf mein Licht, aber meine Laterne nicht. Kennen Sie die noch? Singen Sie mit. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, brenne auf mein Licht, brenne auf mein Licht, nur meine liebe Laterne nicht. So lassen Sie uns mutig dem Licht des Lebens folgen. Amen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, mir gefällt diese aramäische Lobpreismusik. Ich hoffe, Ihnen auch. Und jetzt lassen Sie uns in unserer Muttersprache, in Deutsch, Gott loben und preisen. Und wenn Sie Anliegen haben oder wenn Sie Gebetserhörungen haben, teilen Sie uns diese gerne mit. Das gehört sich in einer Fernsehgemeinde. Miteinander und füreinander unterwegs. Heiliger Gott, so oft haben wir den Eindruck, ganz am Ende zu sein, Schlusslicht zu sein, die rote Laterne zu tragen. Und heute wollen wir uns ermutigen lassen, dass du das Licht in dieser Laterne bist und dass wir dir nachfolgen und nicht denen, die uns klein machen und klein halten. Wir wollen dir vertrauen, Licht des Lebens, Licht der Welt, dass wir nicht in der Finsternis herumirren, sondern das Licht des Lebens haben und in eine neue Richtung gehen und denken und handeln können. Du bestimmst unser Denken, du bestimmst unsere Zukunft, du gehst uns voran in eine neue Richtung. So segne uns auf unserem Weg. Und wir beten mit den Worten, die uns Jesus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Und so geht's mit dem Licht der Welt, mit dem Licht des Lebens in die kommende Zeit. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und erschenke euch Frieden. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Also wissen Sie, eigentlich kann man damit ja ganz, ganz viel machen in Sachen Stunde des Höchsten. Sie können uns anrufen mit dem Handy oder Sie können auf unsere Homepage gehen, stundedeshoechsten.de, oder aber Sie können uns auf Facebook besuchen. Schauen Sie doch mal rein, auf Facebook gibt es so viele Neuigkeiten. Nicht täglich, aber auf jeden Fall Woche für Woche. Wir freuen uns, mit Ihnen über all diese Internetmöglichkeiten in Kontakt zu kommen. Wenn Sie ein Auto besitzen, machen Sie doch einen Autoaufkleber drauf, ganz neu, von Stunde des Höchsten. Bestellen Sie sich so viel Sie brauchen, wenn Sie 5 Autos haben, mindestens 5 Aufkleber. Oder noch 10 dazu für die ganzen Autos in der Nachbarschaft. Wir freuen uns, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Danke auch für Ihre Unterstützung. Diese Gottesdienste können wir nur deshalb ausstrahlen, weil Sie uns finanziell helfen. Herzlichen Dank für Ihre Spende. Wie Sie spenden können, können Sie auch auf der Homepage erfahren. Sie können diesen Gottesdienst auch auf DVD bestellen. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an. Herzlichen Dank dafür. Und nun freue ich mich, wenn wir voneinander hören oder wenn wir uns wiedersehen hier in der Stunde des Höchsten. Bis dahin machen Sie es gut, Gott befohlen. Tschüss und auf Wiedersehen.